da gibt es so ein wunderbares polnisches Sprichwort, ein Pferd, das über den Ozean reist, ist immer noch ein Pferd. Man nimmt sie immer selber mit, egal wo man sie hin aufmacht. Und wenn ich jetzt von Bad Ischl losgehe, um irgendwas hinten zu lassen und mich aufmache nach Tokio, weil ich dann glaube, dass ich von irgendwas fliehen kann, das ist eine Illusion. Das hält dann spätestens dann ein, wenn man mal allein ist. Und auf meiner ersten Wanderung war ich sehr viel allein unterwegs und dann kommt das halt. Das heißt, das geht in dem Sinn nicht so. Wann ist es mir nicht so gut gegangen? Ist es mir dann nicht so gut gegangen, wenn ich mir eingebildet habe, dass ich mit dem Kopf durch die Wand gehen muss und 700 Kilometer am Highway entlang wandert in Kalifornien. Aber das mache ich eh nicht mehr. Und doch war es auch eine spannende Erfahrung, die ich in dem Sinn nicht missen möchte. Ja. Oder auch die Inka-Straßen, das Unterwegssein da ganz hoch oben in den Anden, das war sehr bewegende Erfahrung, weil ich mich einfach auf das einmal einlassen habe, völlig allein zu gehen und mit mir allein zu sein. Das ist ja so spannend, wenn wir uns einmal aufmachen, auch was tun und zu schauen, wie es einem geht, wenn man mal allein ist oder wie es einem geht, wenn es einmal still ist rundherum. Und doch habe ich jetzt für mich erkannt, jetzt wo ich unterwegs bin, meistens mit Freunden, so wie mit Martin zum Beispiel, dass das einfach super ist, miteinander zu gehen. Das Lustige bei mir zum Beispiel, ich bin jetzt 20.000 oder 25.000 Kilometer zu Fuß gegangen und immer, wenn ich einen Vortrag halte, sind die Leute ziemlich enttäuscht, weil ich so ein kleines Znichtl bin. Ja. Sie erwarten aber so einen Arnold Schwarzenegger-Typen, ja. Und der bin ich nicht, ja, aber mir taugt es so. Dafür bin ich zart, dafür kann ich weit gehen, dafür einfach sie so annehmen, wie man ist, ja. Und das in Freude und Dankbarkeit. Und auch zu erkennen, das, was ich habe, das ist super, das passt so. Und auch immer mehr dort hinzukommen, was meine Träume sind. Also es geht nicht nur darum in unserer heutigen Zeit, dass so viele Menschen ihre Träume nicht mehr leben, sondern so viel, dass sie ihre Träume gar nicht mehr kennen. Und es gilt zuerst einmal zu erkennen, was ist mein Traum, was ist meine Vision von meinem Leben, was ist mein Potenzial.